Leicht bewegtes blaues Meer. Die Flosse eines Hais taucht auf. Das Mädchen auf dem Meeresgrund. Nach der wahren Geschichte von Lotte Haß. Das erste Mal, dass ich einem weißen Hai begegnet bin, war vor der Küste Curaçaos. Unterwasseraufnahmen von Korallenriffen. Plötzlich sah ich seine Flosse durchs Wasser gleiten. Ich bin sofort untergetaucht, um ihn zu filmen, um als Erster diese einmaligen Bilder einzufangen. Es wäre die Gelegenheit gewesen. Ich hatte nur noch für eine halbe Minute Luft. Ich wollte ihn unbedingt filmen. Aber er war verschwunden. Bunte Fischschwärme ziehen durchs Wasser. Ich habe noch wochenlang nach ihm gesucht. Aber ich konnte ihn einfach nicht wiederfinden. Ein Radiointerview. Einmal den weißen Hai treffen. Darauf bereitet man sich Monate, Jahre vor. Nur auf diesen einen Moment. Wien, 1950. Und dann hat man ihn verpasst. Was da in einem vorgeht, ist, kann man gar nicht mit Worten beschreiben. Aber ich werde ihn noch vor die Kamera bekommen. Das kann ich Ihnen versprechen. Eine Schwarzhaarige hört Radio. Haß, mich hat beim Lesen am meisten berührt, wie Sie das Tauchen beschreiben. Ja, wissen Sie, Tauchen ist für mich die absolute Freiheit. Wie geht Ihre Frau damit um, dass Sie sich ständig in solche Abenteuer stürzen? Haß deutet auf ein Buch. Die Schwarzhaarige macht das Radio aus. Wenn Sie das wissen wollen, dann müssen Sie mein neues Buch lesen. Außerdem gibt es in dem Buch noch eine Passage, wo ich etwas genauer... Vier junge Frauen in einem Freibad, eine von ihnen mit der Wiener Illustrierten. Auf dem Titel ein Foto von Hans Haß mit Unterwasserkamera und die Zeile Dr. Hans Haß, Erlebnisse unter Wasser. Also die müssen blind sein. Deine Fotos sind viel besser als der Plunder, den die drucken. Wieso haben die dich nicht genommen? Wollten sie ja, bis sie gesehen haben, dass ich nicht Lothar heiße, sondern Lotte. Lotte, eine blonde Frau, lässt kurz ihr Buch sinken. Die Wege der Freiheit von Jean-Paul Sartre. Ein junger Mann schleicht sich von hinten an Lotte heran und tippt sie an. Nuki, bist du Spinnert? Na sicher. Genau, das magst du ja so an mir. Er setzt sich neben sie und gibt ihr eine Packung Belinda-Strümpfe. Echte Nylons? Was sind die aufgetrieben? Na, ganz einfach was nicht. Lotte küsst Luki. Ihre Freundin bewundert die Strümpfe. Luki schaut auf die Illustrierte. Oh. Hey, das ist meine. Da ist der Auszug aus dem neuen Buch von Hans Haß drin. Von wem? Hans Haß, mein Idol. Der Mann, der die Welt verändert in Badehose. Lotte, schau mal. Zeig mal her. Er zeigt auf eine Seite. Ah, oh, Blindgänger. Alle stehen auf. Hey, du bist beschlagnahmt. Luki reißt die Seite heraus. Luki mit der Seite in einer Telefonzelle. Lotte steht davor. Du sagst doch mal, dass du raus möchtest aus Wien. Zum Studieren, aber nicht der Sekretärin. Da steht Fotolaborantenkenntnisse von Vorteil.